Ihr erinnert euch sicherlich noch an die Seite von web.de, wo ich hier meine E-Mail-Adresse und mein Kennwort eingegeben habe. Jetzt bin ich wieder auf dieser Seite und sobald ich hier reinklicke in das Feld, hat sich Safari die Zugangsdaten für diese Webseite gemeldet. Ein Klick hier drauf reicht aus, um die Felder auszufüllen. Das ist der sogenannte Schlüsselbund, in dem Zugangsdaten verschlüsselt auf dem Mac gespeichert werden und verschlüsselt über die iCloud auch an die anderen Geräte, die mit meiner Apple ID verbunden sind, weitergegeben werden. Also das Ganze würde, nachdem ihr es hier gemacht habt am Mac, auch auf eurem iPhone oder iPad funktionieren. Wir schauen uns jetzt einmal an, wo Safari diese Kennwörter speichert, denn wir haben Zugriff auf diesen sogenannten Schlüsselbund. Wenn wir hier mal auf Safari auf die Einstellungen klicken, dann findet ihr hier eine Kategorie Passwörter. Dieser Bereich ist derzeit gesperrt. Erst durch Eingeben des Kennworts, was ich bei der Anmeldung meines Benutzernamens auch verwende, kann ich diese Ansicht öffnen. Das mache ich hier. Und ihr seht nun, dass hier alle Webseiten, und hier ist es leider nur eine Webseite, die unsere Daten gespeichert haben, angegeben sind. Und das Passwort für diese Webseite wird hier mit Pünktchen, Pünktchen dargestellt. Klicke ich aber in diese Zeile, bekomme ich hier im Klartext das Passwort angezeigt und auch den Benutzernamen. Ich kann sogar mit der rechten Maustaste auf diesen Eintrag klicken und die Webseite, den Benutzernamen oder das Passwort in die Zwischenablage kopieren. Und da diese Liste immer länger wird, je mehr ihr surft und je mehr ihr euch auf Webseiten anmeldet, könnt ihr hier über das Suchfeld auch nach bestimmten Webseiten suchen und dort schauen, was für Kenndaten ihr angegeben habt. Klicken wir auf Details, können wir sogar das Passwort verändern. Angenommen, ihr habt auf der Internetseite das Kennwort verändert, dann könnt ihr es hier entsprechend ändern, abspeichern und nun wird es hier entsprechend auch hinterlegt. Und natürlich könnt ihr eigene Webseiten-Kennwörter hinzufügen, die ihr vielleicht noch nicht besucht habt, indem ihr hier zum Beispiel die Webseite eingibt, den Benutzernamen und das Passwort. Zukünftig weiß dann Safari, wenn ihr diese Internetseite besucht, dass es diese Daten in solchen Login-Fenstern ausfüllen soll. Ich klicke mal hier auf Abbrechen. Und wir können auch Einträge entfernen über diese Entfernen-Taste. Das Entfernen bezieht sich natürlich auf die von uns selektierte Zeile. Interessant ist dieser Schalter hier, findet Passwörter, die bei bekannten Datenlecks kompromittiert wurden. Tatsächlich untersucht das Programm Safari, ob in irgendwelchen Hackerkreisen und im sogenannten Darknet euer Passwort bereits gehandelt wurde oder euer Benutzername mit dem Passwort erschienen ist. Wenn das der Fall ist, dann würde hier ein Ausrufezeichen an diesem Passwort stehen und der Hinweis kommen, dass Hacker in den Besitz eurer Zugangsdaten gekommen sind. Das bedeutet noch nichts Schlimmes, aber es ist sicherlich sinnvoll, in dem Moment eure Kennwörter zu ändern auf der entsprechenden Internetseite. Und um das zu machen, müsstet ihr euch dann eben auf der entsprechenden Internetseite anmelden und an der entsprechenden Stelle in den Einstellungen der Webseite das Kennwort ändern. Diese Passwortanzeige macht noch mehr, denn sie wird euch auch zeigen, wenn ihr das gleiche Kennwort auf mehreren Internetseiten verwendet. Auch das ist sehr unsicher, denn hat man einmal eure E-Mail-Adresse und ihr verwendet immer die gleichen Kennwörter auf allen Internetseiten im Internet, dann kann man schnell Zugriff auf alle eure Daten bekommen. Deswegen wird euch Safari das anzeigen, wenn ihr Kennwörter mehrmals verwendet und auch dann habt ihr die Möglichkeit, diese auf den Webseiten zu ändern. Also eine super integrierte Kennwortverwaltung, die wie gesagt auf allen Geräten funktioniert, die mit eurer Apple ID verbunden sind.